Miteinand. Willkommen zurück bei mir im Bayerischen Outback. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Heute gibt es wieder ein kleines Bastel- und, sagen wir mal, so ein bisschen Bushcraft-Adventure-Abenteuer-Video. Heute bauen wir uns was für unseren Abenteuer-Bug-Outback, wie auch immer ihr es nennen wollt. Ich sage Abenteuer-Rucksack dazu, ihr wisst es ja. Und zwar kombinieren wir heute zwei Sachen, die ich eigentlich immer dabei habe, die wahnsinnig nützlich sind. Und ich habe mir gedacht, warum machen wir da nicht eins draus? Es kennt jeder. Filzunterlage zum Draufsetzen. Hält deinen Hintern warm. Hat jetzt nicht nur was mit meinem fortgeschrittenen Alter zu tun, sondern ist für alle nicht schlecht. Und auch wenn es ein bisschen feucht ist oder nass ist oder sonst irgendwas, hat man eine schöne Unterlage. Dann habe ich das immer hinten im Rucksack drinnen, weil das nämlich für den Rücken ganz ein angenehmer Ersatz ist, den man anstatt der Bundeswehr Faltisomatte hernehmen kann. Das ist auch nicht schlecht. Das wäre das eine Teil. Dann habe ich immer ein Lederstück dabei, was ich zum Feuer machen, zum Unterlegen, zum Sammeln von Reisig und allen möglichen Zunder, Birken, Rinde und so weiter hernehme. Und ich dachte mir, diese zwei Sachen kombiniert, zusammengerollt, man kann dann vielleicht sogar innen noch einen Feuerstahl oder irgendwas Praktisches reinrollen oder was auch immer ihr für Ideen habt. Und dann rollen wir das zusammen mit dem Leder, machen ein schönes Stückchen Leder drumherum mit Bändern zum Verschnüren. Und dann habe ich sehr komprimiert und platzsparend dieses Ding dabei und kann mir das auch alleine schnappen. Brauche gar keinen Rucksack dazu, habe zumindest was zum Draufsetzen und habe was zum Feuer machen. Das ist die Idee dahinter. Das basteln wir heute. Ob es dann in der Praxis was taugt, dann machen wir dann ein anderes Video noch. Ein Stückchen mehr für den Abenteuerrucksack. Gab es mal ein Video, was da so alles reinkört. Meiner Meinung nach, der Kleine und der Große, verlinke ich euch da oben, wenn es interessiert. Ja, dann würde ich sagen, legen wir einfach los. Nehmen wir uns ein Stückchen Leder. Suchen uns dann ein ziemlich wildes Eck raus. Also mir gefällt es immer, wenn das da so abgefieselt ist. Und vor allem der Vorteil ist der, mit diesen abgefieselten Rändern kann man sowieso nicht wahnsinnig viel machen. Deswegen nehmen wir das für dieses Ding hier her. Haben da eine schöne feuerfeste Unterlage, zeige ich euch dann im Anschluss. Ja, und dann nehmen wir uns noch so einen kleinen Hobo-Zammsteckkocher. Ihr habt es auch gesehen, habe ich auch mal ein Video gemacht, verlinke ich auch da oben. Schaut mal rein. Und ja, machen uns ein Feuerchen und vielleicht kochen wir uns dann draußen noch was. Ja, viel Spaß bei dem Video. Als erstes nehmen wir mal den Filz, weil in der Größe soll das alles dann zum Schluss sein. Dann nehmen wir uns ein Leder, das nehmen wir von der Rückseite her. Und da legen wir das dann drauf und schneiden uns das genau in der Größe, wie wir es brauchen, schneiden wir uns das dann da raus, damit man es danach zum Schluss schön zusammenrollen kann. So stelle ich mir das ungefähr vor. So. Das tun wir jetzt mit der Rückseite vom Messer anzeichnen. Kennst du ja schon. Und jetzt legen wir uns was unter und schneiden das Ganze aus. Und wenn ihr ein bisschen geschickt seid, dann könnt ihr das auch ganz ohne Lineal machen. Müsst ihr halt beim dicken Leder ein, zwei, dreimal drüber fahren. Erst einmal vorsichtig, damit man die Linien sauber sieht. Und dann einmal gescheit, damit man es richtig ausschneidet. So, und wenn wir das fertig haben, schaut her, was das für ein wunderschönes Stückerl ist. Dann hat es schon genug Patina für das, was wir damit vorhaben. Jetzt haben wir hier natürlich noch ein bisschen was übrig. Und daraus schneiden wir uns dann nachher, wie ich es euch schon mal in dem anderen Video gezeigt habe, das verlinke ich euch da oben, wie man sich für sein Messer oder für sein Fuhrmannsbesteck eine Hülle bastelt. Eine ganz einfache. Genauso werden wir das machen und uns hier Lederstreifen rausschneiden. Da müssen wir halt nur mal gucken, wie lange das die sein müssen, wenn wir das Ganze dann danach zusammengewickelt haben. Jetzt tun wir das hier mal wieder weg, dass wir ein bisschen mehr Platz haben. Schauen wir uns das Ganze mal an, wie das jetzt ausschauen würde, wenn man es einrollt. Also wie gesagt, Sitzkissen,
Lendenwärmer, alles, was ich auch noch mit dem hier ganz gerne mache. Kleiner Tipp vielleicht noch, wenn man in der Hängematte schläft, kann man sich damit wahnsinnig schön die Nieren noch wärmen. Hintern Rücken halten, dann bleibt es warm, speichert ein bisschen die Wärme und hält einem wirklich den Rücken schön warm. In die Hose reingesteckt oder wie auch immer. Kleiner Hängematten-Winter-Geheimtipp. So, schauen wir mal, wenn man das zusammenrollt, wie das Ganze dann so ausschaut. So ungefähr. Die Kanten schneiden wir vielleicht noch ein bisschen runder und gleichmäßiger, aber dieses Abgenudelte hier, das finde ich eigentlich ganz schön. Und da machen wir jetzt zwei Bänder rein, eins hier und eins hier, damit man es dann richtig schön wickeln kann. Und wenn man es zusammenwickelt, ich denke mal, dass es dann ein bisschen gescheiter ist, wenn man das so versetzt zusammenwickeln würde. So, dass das Leder ein bisschen später anfängt. Dass man dann eine richtig schöne Rolle hat. Dann wickelt man es zusammen und dann hat man für jedes kleine Brotzeit-Lagerfeuer eine Unterlage für sein Feuer, für sein Zundernest, das man als erstes hat, und auch gleich ein Sitzkissen, wo man sich draufsetzen kann. Und dann einfach egal, ob es jetzt Steine sind oder Felsen oder Moos, ob es nass oder trocken oder sonst irgendwas ist, eine kleine Unterlage, dass man mit seinem Hintern im Sicheren hockt. Und als nächstes brauchen wir jetzt doch nochmal die Unterlage. Schneiden wir uns jetzt hier nochmal zu Lederstreifen raus. Ich nehme deswegen Lederstreifen, weil man natürlich auch diese runden Lederbänder hernehmen könnte, aber auch wenn die wesentlich stabiler sind, der Vorteil an so einem flachen Lederband, wenn man das so ungefähr so 8 mm, 10 mm breit macht, ist der, man kann es schön verknoten, man kriegt es relativ einfach wieder auf und die Last ist praktisch auf diese Fläche verteilt. Das bedeutet, wenn ich hier ein Loch reinschneide, da zwei kleine Löcher, zeigen wir mal lieber von der Rückseite an, so wie ich es euch schon mal gezeigt habe, aber ich zeige es euch jetzt nochmal, dann ist die Last verteilt und dann reißt das Leder nicht so einfach ein. Noch eine kleine Anmerkung vielleicht. Das Schöne an diesen Lederstreifen ist auch das, wenn ihr jetzt halt nicht so viel Platz habt wie ich, dass euch wirklich so ein langer Streifen übrig bleibt, sondern ihr nur so einen kleinen Fetzen habt wie den, dann könnt ihr theoretisch, müsst halt die Ecken ein bisschen abrunden hier, aber der Lederstreifen, der muss nicht gerade sein, sondern ihr könnt den Lederstreifen auch praktisch so fließend aus diesem Ding rausschneiden, könnt dann hier einen Bogen machen und dann kommt ihr praktisch in der Gesamtlänge hier auf die gleiche Länge, wie ihr es hier hättet, wenn ihr das gerade abschneidet. Und das ist natürlich ziemlich cool, weil so kann ich wirklich jedes allerletzte Restal auch noch verwerten. Und das finde ich ziemlich schön, weil dann bleibt nichts übrig von so einem wertvollen Rohstoff wie einem Leder. Das Schöne an dem Leder ist natürlich, dass das ein bisschen flexibel ist. Das heißt, es ist wie ein Gummiband. Wenn ich das damit festbinde und zuziehe, dann federt das ein bisschen zurück, gerade wenn es ein bisschen feucht wird oder so, und zieht es dann wieder richtig fest zusammen. Das heißt, ich habe ein super, super stabiles Bantel, mit dem ich eigentlich alles zusammenbinden kann, was deutlich besser ist, als wenn ich natürlich wieder einen Haufen Plastik oder Paracord mit in den Wald nehme. Legen wir das weg. Und dann zeige ich euch, wie man hier mit drei Schlitzen dieses Bantel da vernünftig einsetzen kann, dass es richtig schön hält und dass es auch genau das erfüllt, was man natürlich damit vorhaben. Zeichne mal wieder von der Rückseite an, damit wir die schöne Vorderseite nicht kaputt machen. Und dann kommen jetzt drei Schlitze hier rein. Die setzen wir so weit wie möglich nach oben. Machen die genauso breit wie das Band. Lassen ungefähr wieder 8 mm dazwischen Platz. So. Auch mal ein Lineal. Nehmen wir vielleicht mal das hier her, damit wir da ungefähr an die gleiche Stelle kommen.
dann machen wir da unsere drei Schlitze auch rein. So. So schaut das jetzt aus. Drei Schlitze hintereinander. Und jetzt fädeln wir das Bändchen da ein. Dann nehmen wir jetzt die Oberseite nach oben. Legen die nach hinten und fangen dann praktisch hinten an, damit dann zum Schluss die schöne Seite wieder heroben ist. Das ist jetzt natürlich ein bisschen eine Fieselarbeit, das da durchzuwurzeln. Jetzt habe ich das hier schön eingefädelt. Und jetzt kommt der Trick an der ganzen Sache. Der hier geht in diese Richtung. Und den untersten fädel ich jetzt über das letzte Loch wieder nach außen zurück. Und ihr seht schon da beim Rumreißen und beim Rumrupfen, wie stabil eigentlich dieses Leder ist, wenn es ein vernünftiges ist, dass da nichts ausreißt. So, und jetzt haben wir praktisch hier über diese drei Löcher das so gefädelt, dass wenn man es zum Schluss zusammenrollt, und jetzt mache ich jetzt schnell provisorisch, so, dann habe ich jetzt zweimal die schöne Seite nach außen und kann es dann praktisch hier irgendwo schön zusammenbinden und ich habe so einen schönen Knoten dann hier. Also nochmal kurz erklärt, das erste Band so legen, dass die wilde Seite nach oben zeigt, durchfädeln, durchfädeln, nach unten, unten umklappen, wieder zurück und bei dem letzten Loch wieder raus. Und wenn ich dann das so habe und das so habe, habe ich bei beiden Bändern die schöne Seite nach oben. Das ist das Ergebnis. Könnt ihr natürlich für alles verwenden, was ihr mit so einem Lederzeug machen wollt. Der Trick ist der einfach drei Schlitze und dann genauso, wie ich es euch gezeigt habe, das durchfädeln. Jetzt probieren wir mal, ob das mit dem Zusammenrollen funktioniert. Und schon habt ihr eine schöne Lederrolle. Jetzt gehen wir raus und machen uns noch ein kleines Feuerchen im Zammsteck-Hobo.